Sie reparieren ja auch irreparable Schäden an der Rotatorenmanschette. Das ist ja eigentlich schon fast ein Widerspruch in sich. Welche Lösungen bieten Sie hier an? Genau, das ist ganz wichtig. Irreparabel muss man definieren. Wann ist etwas irreparabel? Ist es irreparabel, weil ich nicht alle Release, also Lösetechniken versucht habe? Da kann ich arthroskopisch schon mal eine ganze Menge erreichen. Geht es auch mit diesen Techniken nicht und es bleibt ein Defekt der Supraspinatussehne, also ein Modell kann ich das mal zeigen, der Defekt wäre in diesem Bereich. Sie müssen sich vorstellen, hier fehlt Ihnen die Struktur. Und jetzt stellen Sie die Frage, was können wir tun, damit wir den Oberarmkopf in Position halten, hier unten, um ihn zentriert zu lassen? Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Ballon unter Schulterdach, einen sogenannten InSpace-Ballon einzubringen. Der führt zu einer Zentrierung des Oberarmkopfes und hilft, für eine gewisse Zeit die Schulter in Position zu halten, um vielleicht den Zeitpunkt einer endoprothetischen inversen Prothese hinauszuschieben. Als Besonderheit haben wir natürlich noch Sehnentransfertechniken. Das heißt, der Mensch hat hier Sehnen hier vorne oder auch Sehnen hier unten, die hier nach vorne ziehen. Und die können wir umverlagern, zum Beispiel beim Latissimus dorsi Transfer wird eine Sehne, die hier vorne ansetzt, umverlagert und hier hinten praktisch von hinten eingenäht und nach vorne mit dem Subscapularis verbunden. Damit kann ich auch die Zentrierung des Oberarmkopfes wiederherstellen und den Kraftvektor wieder so beeinflussen, dass der Mensch den Arm wieder in den Ebenen des Raumes frei bewegen kann. Das sind Techniken, die helfen, um die Indikation für ein Kunstgelenk einfach weiter hinauszuschieben und dem Menschen nochmal gute Alltagsfunktion zu geben. Bei Instabilitätsoperationen ist es wichtig zu überprüfen, reicht die anatomische Struktur noch aus für eine anatomische Rekonstruktion. Wenn das nicht der Fall ist, braucht man auch Ersatztechniken. Und da ist zum Beispiel die Knochenblockoperation nach Latache eine gute Maßnahme, um Gelenke wieder stabil zu machen, Schultergelenke wieder stabil zu machen. Da wird hier dieser Knochenvorsprung, der sogenannte Prozessus coracoideus oder Rabenschnabelfortsatz, abgesetzt in einer Länge von etwa 1,5 bis 2 cm. Und hier setzen zwei Sehnen an. Die roten Punkte sind die Ansatzpunkte von Sehnen und die werden durch einen Schlitz hier in dieser Subscapularis-Sehne dann auf die Schulterpfanne drauf gemacht. Ich zeige das mal, ich nehme die weg. In Wirklichkeit wäre ein Schlitz da drin. Und hier vorne auf die Schulterpfanne kommt dann dieser Knochenvorsprung mit den Sehnen und der ersetzt hier die anatomisch vordere Struktur der Bänder und Kapseln, sodass bei Bewegung des Armes hier die Struktur ein Ausrenken der Schulter verhindert.